Kommen wir zu unserer dritten Frage. Wie ordnet man eine Milliarde Webseiten nach ihrer Relevanz? Erinnern sich, was wir wollen? Bei Büchern haben wir gesagt, da kommt zuerst die Bibel, dann das Kapital, dann Goethes Faust und so weiter. Wie kommen wir automatisch zu einer Anordnung von Webseiten nach Relevanz, nach Wichtigkeit? Die zentrale Idee ist, wir ignorieren den Inhalt und konzentrieren uns auf die Links, auf die Verweise zwischen den Webseiten. Auch nochmal zur Erinnerung, wie sehen so Webseiten aus? Die bestehen aus Text und Verweisen aus anderen Webseiten. Wir ignorieren den Text vollkommen und konzentrieren uns auf die Verweise. Das Methode, die wir jetzt beschreiben werden, nennt sich PageRank. Sie wurde erfunden im Jahr 1998, gleichzeitig von John Kleinberg und von Larry Brin und Sergey Brin und Larry Page. Dieses Page hier hat nichts mit dem Page zu tun. Das Page da oben heißt einfach Webseiten. Steht für Webseiten. Und das Prinzip ist, eine Seite ist wichtig, wenn wichtige Seiten auf sie zeigen. Ja? Ein Mensch ist wichtig, wenn wichtige Leute ihn für wichtig halten. Also Paris Hilton ist wichtig, weil es sehr viele Magazine gibt, die Paris Hilton für wichtig halten. Und diese Magazine sind wiederum wichtig, weil so viele Leute lesen. Ja? Also eine Seite ist wichtig, wenn wichtige Seiten auf sie zeigen. Das ist die Idee. Wie können wir das jetzt übersetzen in einen Algorithmus oder in Mathematik? Wie können wir das? Wir denken vom Ergebnis her. Wir nehmen an, wir haben für jede Webseite W, also W ist jetzt eine Webseite, haben wir eine Zahl, die sagt ihre Relevanz. Ja, das ist eine Zahl, ja, also B ist eine Zahl, eine positive Zahl. Und wir tun so jetzt, als ob wir schon wüssten, dass es diese Größe gibt und fragen uns nach ihren Eigenschaften. Ich könnte etwa sagen, um diese Idee zu sagen, dass Webseiten wichtig sind, wenn wichtige Seiten auf sie zeigen, könnte ich sagen, wenn ich Wichtigkeit B habe und auf 5 andere Webseiten zeige, dann gebe ich an jede Wichtigkeit B über 5 weiter. Ja? Also ich bin hier eine Webseite, ich zeige auf 5 andere. Ich habe eine gewisse Wichtigkeit B und dann gebe ich an jede der Webseiten, auf die ich zeige, B Fünftel weiter. Und haben so eine Webseiten, ja, also wir haben Webseiten, die zeigen aufeinander. Wenn so eine Webseite einen Ausgangsgrad von 3 hat und eine Wichtigkeit B hat, dann gibt sie über jede B Drittel weiter. Andererseits gibt es hier eine Webseite, die hat Eingänge und die kriegt Wichtigkeit von hier und die kriegt Wichtigkeit von hier und so weiter. Und die sammelt die Wichtigkeit auf, die sie von anderen Webseiten bekommt. Ja? Jeder Knoten sammelt die mitgeteilte Wichtigkeit auf. Und Knoten W sammelt so Wichtigkeit SW auf. Ja, das S steht für sammelt. Und die Forderung ist dann, was man weitergeben kann, kann nicht mehr sein als das, was man aufsammelt. Oder muss genau gleich sein dem, was man aufsammelt. Ich glaube, ich sollte das an einem Beispiel klar machen. Also hier haben wir einen Graphen mit 4 Knoten. Die zeigen aufeinander, etwa der Knoten 1 zeigt nur auf den Knoten 2. Der Knoten 2 zeigt auf den Knoten 1 und zeigt auch auf den Knoten 4 und so weiter. Was sind jetzt unsere Gleichungen? Also,
Schauen wir uns den Knoten 2 an. Was sammelt der auf? Der sammelt auf vom Knoten 1. Da gibt es einen eingehenden Pfeil. Und da der Knoten 1 nur einen ausgehenden Knoten hat, kriegt er alles, die ganze Wichtigkeit von dem Knoten B1. Wir haben den Knoten B4, den Knoten 4, der hat zwei ausgehende Kanten. Über jeder gibt der B4 halbe weiter. Also ist das Aufgesammelte von dem Knoten 2 B1 plus B4 halbe. Und wir haben gesagt, das Aufgesammelte ist gleich dem, was man weitergeben kann. Schauen wir es uns für den Knoten B3 an. Der Knoten B3 hat eine eingehende Kante vom Knoten 2. Das heißt, was der S3 aufsammelt, ist die Hälfte von dem, was der B2 hat. Und was der S3 aufsammelt, muss seine Wichtigkeit sein. Der Knoten B4 hat nur eine eingehende Kante vom Knoten 3 und der sammelt also auf B3 halbe, weil der Knoten 3 einen Ausgangsgrad von 2 hat. Jetzt schauen wir uns auch noch die Gleichung für den Knoten B1 an. Was die Wichtigkeit von dem B1 ist, das, was er aufsammelt. Was sammelt er auf? Er hat eingehende Kanten von dem Knoten 4. Er hat eine eingehende Kante von dem Knoten 3 und er hat eine eingehende Kante von dem Knoten 2. Der Knoten 2 hat zwei ausgehende Kanten, also sammeln wir auf B2 halbe plus vom Knoten 3. Der Knoten 3 hat auch zwei ausgehende Kanten, also sammeln wir auf die halbe Wichtigkeit von dem B3. Und der Knoten 4 hat auch zwei ausgehende Kanten, also sammeln wir auf die halbe Wichtigkeit von dem Knoten B4. Jetzt haben wir hier ein Gleichungssystem in den Variablen B1, B2, B3, B4. Dieses Gleichungssystem hat in der Regel viele Lösungen. Wenn wir noch normieren und etwa sagen B1 plus B2 plus B3 plus B4 gleich 1, dann kriegen wir eine Lösung, B1 ist 7/21, B2 ist 8/21, B3 ist 4/21, B4 ist 2/21. Schauen wir nach, dass das stimmt. B4 ist B3 halbe, das stimmt, B4 ist B3 halbe, B3 ist B2 halbe, B3 ist B2 halbe. B2 soll sein B1 plus B4 halbe. Also B2 ist B1, das ist 7, plus B4 halbe, das ist 1/21, das ist also 8/21, das stimmt auch. Und jetzt schauen wir auch noch die erste Gleichung an. B1, das ist also 7/21, ist gleich B2 halbe, das ist 4/21, B2 halbe, das ist 2/21, B4 halbe, das ist 1/21, das stimmt also auch. Also ist das in der Tat eine Lösung des Gleichungssystems. Und wir würden also jetzt sagen, der Knoten B1 hat die Wichtigkeit 7/21, der Knoten 2 ist etwas wichtiger, hat 8/21, der Knoten 3 hat die Wichtigkeit 4/21, der Knoten 4 die Wichtigkeit 2/21. Also nochmal aufgesammelte Wichtigkeit ist gleich Wichtigkeit. Das gibt uns für jeden Knoten eine Gleichung. Und dann normalisieren wir noch, indem wir sagen, die Summe der Bs ist 1. Die Art können wir aus der Verweisstruktur, aus der Graphenstruktur für jeden Knoten ausrechnen, seine Wichtigkeit. Und genau das wird gemacht, wenn der PageRank einer Webseite ausgerechnet wird. Ja, also wie berechnet man das jetzt tatsächlich? Man stellt das Gleichungssystem auf und löst es.
Das ist ziemlich aufwendig, weil das ja ein sehr, sehr großes Gleichungssystem ist. Einfacher ist es, das Gleichungssystem zu lösen durch Simulation. Ich nehme nochmal unser Beispiel von vorher. Wir haben vier Knoten. Es ist jetzt nicht wichtig, dass das genau der gleiche Graph ist. Das sieht so aus, die zeigen so im Kreis rum und jetzt der Knoten da drüben zeigt euch noch, auch noch auf den da drüben und der hier, so man zeigt hier zurück. Ja. Jetzt was wir machen ist, wir geben, gib jedem Knoten 1000 Wichtigkeitspunkte. Also eben geben wir 1000 Punkte. So, ja, und dann gib weiter. Also, der gibt seine ganzen 1000 Punkte über diese Kante weiter. Der hier hat zwei ausgehende Kanten, über jede Kante schickt er 500. Der hat 1000 Punkte, zwei ausgehende Kante, über jede schickt er 500. Der hier hat eine ausgehende Kante, über die schickt er 1000. Jeder Knoten sammelt auf. Also, der hat eingehend, da kommt 1000 an, also hat er wieder 1000. Der hier hat zwei eingehende Kanten, also hat er jetzt, über die kommen 1000, über die oder unten kommen 500, also hat er jetzt 1500. Der hier hat zwei eingehende Kanten, da kommen 1000 an, also hat er jetzt 1000. Der hier hat nur eine eingehende Kante und da kommen 500 an, also hat er jetzt Wichtigkeit 500, hat er jetzt 500 Wichtigkeitspunkte. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Für die zwei Knoten ändert sich nichts. Der Knoten hat 15 Wichtigkeitspunkte, über jede gibt er 750 weiter. Der hier unten hat 500 Wichtigkeitspunkte und gibt 500 an, über jede Kante 250 weiter. Wir sammeln wieder auf. Der Knoten hier kriegt 750 und 250, das sind 1000. Der da oben kriegt auch 1000. Schauen wir uns jetzt den an, da kommen 1000 an und da unten sind 1250. Bei dem Knoten kommen 750 an. Ja, das heißt, er hat jetzt 750. Wir machen das ein paar Mal und dann schauen wir uns die Wichtigkeitspunkte an, die die Knoten haben, und wir ordnen sie nach ihren Wichtigkeitspunkten. Wenn man das System lang genug simuliert, kommt da eine sehr gute Näherung raus, ja, nach 1000 Schritten. Sehr gute Näherung der Lösung. Und ich möchte Sie bitten, das nochmal zu Hause noch ein paar Schritte durchzuführen. Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wir geben jedem Knoten 1000 Wichtigkeitspunkte und jeder Knoten verteilt dann seine Wichtigkeitspunkte gleichmäßig auf die Nachbarn. Und B von W ist die Anzahl der Wichtigkeitspunkte nach vielen Simulationsschritten. Fassen wir zusammen. Dokumente werden nach Wichtigkeit geordnet. Das ist das Erste. Ja. Dokumente werden nach Wichtigkeit geordnet. Wichtigkeit wird mit einem selbstreferenziellen Prozess bestimmt, nämlich eine Seite ist wichtig, wenn wichtige Seiten auf sie zeigen. Wenn wir die Seiten mal angeordnet haben nach Wichtigkeit, dann können wir für jedes mögliche Suchwort eine geordnete V-Liste erstellen. Nämlich für jedes Wort schreiben wir auf, in welchen Dokumenten es vorkommt. Und wir ordnen diese Liste nach der Wichtigkeit der Dokumente. Und eine Suche ist dann für jedes Suchwort, das in der Frage vorkommt, finden wir die V-Liste und bilden dann den Durchschnitt. Und dieses Durchschnittbilden geht durch Mischen. Wir geben dann die Dokumente in dieser Reihenfolge aus.